Im Westjordanland ist es am Neujahrstag zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee gekommen. Hunderte von Menschen protestierten gegen die Errichtung eines Siedleraußenpostens im von Israel besetzten Westjordanland. Demonstranten warfen Steine auf die Militärs. Die Soldaten feuerten Tränengas und Gummigeschosse auf die Protestierer. Die Demonstranten hatten sich am Rande des Dorfes Deir Jarir in der Nähe von Ramallah versammelt. Fast 500.000 jüdische Siedler leben in mehr als 130 Siedlungen, die über das Westjordanland verstreut sind. Die Siedler haben Dutzende von sogenannten Außenposten errichtet, die von der israelischen Regierung nicht genehmigt sind.